Gelhofer, oder wie man so sagt. Ja, ja. Nicht da, dass im Verlierspruch kommt gut. Stirb! Petty Cash habe ich natürlich nicht. Wow, 180'000! Wow, das ist aber schön. Dann nehme ich 180'000. Längt für einen Wizard, will ich nicht. Soll ich Wizard machen? Keine Ahnung, ich habe noch nie einen Wizard ausprobiert. Das Keine Ahnung, was der macht. Nicht. Ich würde einen Minotaur nehmen. Wieso nicht? Schmeckt die sogar? Keine Ahnung. Der sieht auch so sauber blöd aus wie ein super toller Bär. Den kann ich doch nachher noch kaufen, sollte mir aber nicht länger. Ich nehme Minotaur, weil ich es kann. Oh, krass. Was hat der? 5. Oh, jetzt kann ich dann noch leveln. 8. Jetzt kann ich dem noch etwas geben. Mighty Blow. Der hat die schwerste Rüstung für dem ganzen Team. was kann ich so nehmen? Guard. Was, du kannst dem Level geben? Ja. So. Was meint ihr zu dieser Sache? Jetzt hast du aber überrissen, an vom Petty Cash. Bro, aha. Nein, jetzt habe ich 50'000 ausgegeben für das. Ja, hoffentlich hast du das auch schön verballert. Oh, so ein Scheiß. Hure Noob. Skaras nickt an Noob. Ich muss gerade dem Vater Titel ändern. Ja, nein, Scheiße. Ich hoffe, das ist so ein versteckter Zeichen, die versteckte Botschaft für den heutigen Match. Wir sind in der Hüpfburg! Juhu! Wir sind in der Hüpfburg, ja. Das sind Judy seine geile. Und in der Hüpfburg tut man die pinkigen, fetten Ball umbashen. Und dann haben wir den Pink and Power. Und wer möchte gerne zuerst angreifen? Der Judy möchte gerne zuerst verteidigen, gehe ich mal davon aus. Natürlich. Und er kann. Und so, also, Minotaur. Was kann der? Was haben wir denn da draußen? Goblin, den nehmen wir. Damit unterstützen. Aber Wild Animal ist recht scheiße, und Roll 1 bis 3. Den findest du echt cool, Minotaur. Ah, okay. Nein. Also, ich bin ein bisschen handicapiert. Darum muss ich jetzt so schnell sortieren. Hör mal auf. Der Minotaur, ich habe gescheit den Reroll genommen. Bin ich dumm, hä? Bin ich blöd? Ja. Aber der Minotaur, der wird sowas von rocken, musst du schauen. Ja. 1 bis 3 und noch Loner. Ja gut, hast du eh nur 3 Rerolls jetzt. Oh, warte, was haben wir? Und Number of Fans? Ich habe 4 Fanfaktor, du hast 3 Fanfaktor, das heisst, ich habe mehr Fans, ne? Also, jetzt haben wir da. Das sind meine 3 Superheroes. Adding 2 to roll, if taking. Aha, okay. Also ich muss entweder blocken oder blitzen mit ihm, dann habe ich nur das 1. Ja, schauen wir mal, wie das rauskommt. Wir haben letztens ein Spiel gemacht, Judy und ich gegeneinander, beide Agri-Teams, und wir haben so viel Eis gewürfelt. Wir haben immer ein 2 Plus gehabt, zum Dodgen oder Ball aufnehmen, oder immer kann den Ball aufnehmen. Das Spiel ist zu Eis für ihn ausgegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist nicht unbedingt. Das war ein lustiges Spiel gewesen. Mit sehr professionellem Ballhandling, das wir dort gemacht haben. Ja, es war noch eine lustige Sache gewesen, hä? Also, er will ein bisschen rumgumpen, da der Herr. Zweimal Kontroll, dreimal Kontroll. Wieso dreimal? Da hast du nur die Dinge, da hast du nicht all die anderen Skills. Hey. Ich darf angreifen. Du greifst schon. Ich sollte noch unterstützen hier. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen Ersatz. Oh, ich depp, jetzt hätten wir... Wieso tut er mir den besten Spiel auf der Ersatzbank?
Woher hat er nicht ziert da? So nicht ziert. Im Feldspiel. Hm. Super gemacht. Die beste Spielst auf der Ersatzbank? Ja, mit dem Blitzer. Der blitzt mal auf der Ersatzbank ein bisschen vor sich hin. Schauen wir mal, was das kann. Macht er das? Ich habe auf Englisch umgestellt. Der Grund ist ganz einfach. Die ist sehr gute Übersetzung von dem Spiel. Die ist sehr gute Übersetzung von dem Spiel. Also, wir catchen uns führen, ist mal der Plan. Kontrollieren. Ich bin wieder ganz leicht nervös, bin ich schon das letzte Mal gewesen. Zu Recht, würde ich sagen. Zu Recht, Mensch. Absolut. Es gibt das Hurige. Es gibt das Hurige Jumpen bei dem extrem coolen Chuti. Er hat sich extra Ballgefühl zugelegt, nur wegen mir. Das ist fein. Nein, das habe ich schon sonst gedacht, was man. Aua! Aua, schon. Du bist sonst geschaut, ob ich einen mit Streetball habe. Oh, schau, jetzt schon Mighty Blow. Oh, schau jetzt. Schau jetzt, fällt das gut da. Jetzt geht es so, hm? Was braucht der? Ein 4 plus, aber du hast ein 2 gemacht. Nein, es ist, wenn ich blocke, plus 1. Aha, okay, also nicht an den anderen Stellen. Nicht an den anderen Stellen ist korrekt, richtig. Aber jetzt zuerst noch den Ball auf, zuerst führen wir noch den um da. Jetzt möchten wir den gerne hier oben umrühren. Das machen wir doch. Das Teilen. Er hat schon mal ein paar Blocks gefressen, was ich persönlich sehr gut finde. Plus Pickup kennen wir doch. Machen wir nämlich. Weil wir den automatischen Rollen haben, schaffen wir so. Und lieber Judy, du bist dran. Hätte ich schon ohne geschafft. Hätte ich ohne geschafft, natürlich. Wer ist es? Einfach zum Sagen. Wer ist es? Ich bin wirklich leicht nervös. Wenn ich leicht nervös bin, spiele ich immer Scheiße. Tut mir fast ein bisschen leid. Was tut dir leid? Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Bist du nicht ein bisschen nervös? Aua, ein alter Hase. Ein alter Hase. Ja, der Juti mit seinem schönen Stripball in den Jumper. Es wird ihm nicht so mega viel bringen, wie er das gerne hätte. Ich würde sagen, wir machen ein Tete-a-Tete durch Ding mit dem Minotaur. Oder auch nicht? Nein. Das dünkt mich nicht sehr fruchtbar. Schau, ich mache noch meine XP mit dem Minotaur. Ja, noch Frenzy. Eigentlich ist er noch geiler sein, wenn er nicht Loner und Ding wäre.
Wir gucken mal den Bär an. Der Bär ist Stärke 5. Das ist ziemlich hoch. Aber es bedeutet natürlich auch, er bleibt der Huren oft stehen, gell? Ja, eigentlich sollte er nur für eins stehen bleiben, aber mir bleibt er in die und an stehen, das ist so. Ja, das ist okay. Ja, aber nein. Nein, nein, nein. Minotaur ist noch geil, der kann 5 bewegen. 5. Wie viel kann die denn? 6 sogar, der Hurenbär. Weil er es kann. Weil er es kann. Der Lineman hat hier wrestled. Schön. Du bist der. Und ein Wrestle. Das ist ja schön gelevelt, kannst du das nicht beklagen. Ist das jetzt seine neue Strategie, mich zu zurückquasseln? Ja, okay. Habe ich gelernt. Kennst du das? Irgendwoher kommt mir irgendwie bekannt für so ganz leicht. Dodgst er? Er dodgt. Oh, das geht die Dose an. Das wäre jetzt das Eis gewesen, letzte Woche. Mit dem letzten Mal gespielt. Ja, der hat es probiert. Er probiert es hier über die rechte Seite. Das würde ich ziemlich interessant finden. Das wär, ist eigentlich schon ein frech, aber ich probiere das im Fall jetzt. Der kommt hierher und dorthin. Also, der Hurenbär, der stresst. Der Bär, der stresst, ne? Dann muss der mal weg. Kann ich reroll, du weißt es. Komm nicht, Wilka. Jawoll. Boom! Macht's Boom! So schön ist das. So schön. Siehst du das?
Was wollen wir jetzt? Ich habe ihn nicht gebraucht für Ding. Ja, scheiße. Schade. Schade ist es. Nicht genau mein Plan gewesen, wie ich wollte, aber es ist ein Plan. Mein Problem ist ein bisschen, dass jetzt einfach alle außer einer ohne irgendwelche Dodges rauskommen und der Bär kann noch schlagen. Der Bär schlägt auf einen Goblin. Kann er, wenn er will. Muss ich nicht. Jetzt kommt wieder an den Anti-Cage. Kommt wieder. Wieder ein Anti-Cage. Aber es ist recht weit, eh? Du musst recht weit bewegen. Du musst recht weit bewegen, der liebe Juti. Zwerge manövrieren, ein bisschen Kieslöffel aus, das ist noch geil. Du bist schon fast in Touchdown-Reichweite, weißt du das? Eigentlich möchte ich gar nicht mit meinem Minotaur blitzen. Aber ich muss irgendwie fast. New Balls, please! Oh, go for it. Ist das gegangen, ich folge dir jetzt einfach mal den Bär. Haben wir doch gelernt. Out, 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 out. Nein, nicht wehtun, nicht wehtun. Nein, 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 nein. Mighty Blow, ja, you know. Ciao, Dampi, hä? Kennst du, das ist mein berühmter Dodge-Zwerg da beim Bär. Kennst du den schon? Kalrak Stahlfaust. Oh, das ist der, wo schon, der hat schon zwei oder drei Leute tötet im Fall. Das ist der Töder. Übrigens von vier Spielbesitzern drei Tote gemacht und einen selber bekommen. Oh, danke. Die direkt sagen. Du musst noch sagen, ob du Schirol oder nicht. Du hast auch keinen Block, gell? Nein. Ich habe keinen Block, dann soll wir das. Den richten wir dann nachher hin. Darf ich sagen, woher? Du musst sagen. Also der hat das Stripball. Oh, der. Nicht so gut, wie du meinst.
Es zieht sich enger. Der Bär kann echt weit move, das ist ein bisschen mühsam. Der darf nicht so da. Also gut, jetzt da könnten wir durchprobieren. Da könnten wir durchprobieren. Indem wir den wegdutschen. Den wegdutschen. Wenn das klappt, wäre das natürlich interessant. Wenn es nicht klappt, ist es ein bisschen blöd. Oder wir suchen einfach die voll direkte Konfrontation, was ich eigentlich auch noch eine Option würde finden. Das gibt das Go for it, das ist ein bisschen schade. Wenn ich mich zuerst wegbewege, gibt es kein Go for it mehr. Der ist ein bisschen mühsam da. Der wollen wir nachher weg mit dem. Jetzt haben wir heute das Problem von den Zwergen. Die Zwerge haben das Problem, dass sie nicht so. Ich würde nur einwerfen. Könnt ihr noch helfen? Mal schauen, wie ich helfe. Ich weiß es noch nicht. Der vorne blitzen ging eigentlich. Deswegen die Frenzy auf den, was echt auch noch ganz cool wäre. Also, probieren wir's. Ohne Scheisse jetzt. Ich hab fast nicht den Reroll jetzt schon. Ich sollte nicht mit dem etwas machen. Ah, das ist eh noch ein Loner. Ja, dann ist das so. Schlecht gewesen, ganz schlecht gewesen. Jetzt kommen sehr viele Leute und wollen meinen Ballträger anficken. Ah, scheiß Move. Ja, das war ein dummes Spiel. Gut, er hat zum Glück nur einen Blitz. Aber wenn er es natürlich schafft. Er hat so. Der Judy hat so blöde. Das sind die da, oder? Catcher. Die sich hure gut liefen, aber der kann nur 7. Okay. So schnell ist er denn nicht. Den mag ich ja fast machen. Ja, okay. Beklagt ihn nicht. Ja, ah, nein, nicht noch, oder? Nein, schade. Wenn ich einfach aufstehe, kann es sein, dass er gerade blöd ist, nehme ich an. Wenn er mit dem gescheiter auf den Bär los, dass er da mit dem Bär sich rumschlägt, dass er da drei. Er bindet mit 3 Zwerge. Das ist hure Scheiße. Wir haben aber erst Runde 3. Ich wollte 3 Roll nicht nehmen. Der Judy hat noch 4 Roll. Also. Ist noch gar nichts passiert.
Wir müssen ein bisschen reden, weil der Juti kann nicht so gut überlegen, wie er redet. Die Frage ist, wie gut, dass er es sieht. Ja, das ist fast das grösste Handicap. Was zu reden? Jetzt hat er mir irgendwie... Nein, unglaublich. Der hat nicht nur Blotsch, er hat auch ausweichen. Also eigentlich. Es gibt nur eine Chance, ihn umzuschlagen. Und er hat sie noch. Der Block nützt nicht gegen Wrestle. Ja, aber das wird jetzt bald sein. Jetzt liegen die falschen Leute am Boden, fällt mich das auf. Ich mache jetzt folgendes, ich nehme jetzt nachher, falls ich den Ball noch habe, jumpe einfach über all die Leute rüber und gut ist. Und fertig. Und dann gehe ich heim. Na, jetzt kommt der Risiko-Move. Es ist interessant, du hast jetzt so ziemlich alles am Boden geschlagen, wo irgendwie geht. Nein, noch nicht. Aber also schon recht viel. Ja, komm, hör auf. Gibt's ja nicht, oder? Gibt's ja nicht. Runde 3. Nun gut. Jetzt haben wir das so mal gesehen. Just go for it. Nein, ist es nicht. Was ihm schon jetzt passieren kann, ist, dass der nicht umgeht. Was sehr schade wäre. Ich könnte mir jetzt natürlich mit dem blitzen. Könnte ich da mit dem blitzen? Das mache ich doch genau. Schon nicht das gesehen, was ich will, ganz ehrlich. Cool, zweite Tacklezone. Ich würde so dort davon, ich muss gleich beschissen zum Museum. Ah, es ist richtig. Ich spiele so scheiße. Ich spiele gerade wirklich nicht gut. Jetzt mache ich am Schluss. Ich habe mit dem geholfen, sondern ich nicht will. Oh, Block. Ja, Bressel! Ja, ist okay, Hauptsache du bist im Boden. Ich
dodgen da nachher raus. Mach ich das? Gut, in Anbetracht dessen, dass wir selbst mit dem Dodge-Team nicht haben können dodgen, müsstest du jetzt eigentlich nicht dodgen können. Das Problem ist, wenn ich es nicht schaffe, wird es ziemlich blöd. Hast du noch zwei Rerolls, komm, die müssen auch mal verbraucht werden. Bear Gangbang! Die Pinkies zergen! Weißt du, dass ich dort schon vorher nicht raus? Wir schauen jetzt mal, was da rauskommt. Ich habe keinen Block natürlich. Ich kotze die Wand an. Du hast nur zwei Rerolls. Go, go, go. Ja, du würfelst die Rolle noch nicht gerade für mich, aber es ändert dann, wenn wir schauen. Ja. Fröhliches Geschiebe, hä? Hey, ich hasse Knubbelspiel. Ist geil. Ja, du bist ein Zwerg. Ja, das stimmt. Hauptsache Ringen, sag ich immer. Ich kann spielen einen Minotaur-Pass nachher. Das ist eine gute Idee. Ich finde es insgesamt nicht einmal so schlecht, wie es da ist. Dass ich nur eine Reroll. Der Dummkopf ist dumm! Ja, dann bin ich. Gute Nacht. Hast du jetzt eine Reroll genommen? Nein. Hast du eine Reroll in einem Lohn, der Dummkopf ist ein bisschen dumm. Aber. Wo soll ich sagen? Ja, von dem bin ich bis jetzt noch verschont geblieben, von dem Puscheliger-Bert. Ach, der Idiot hat unterstützen. Pfui. Das ist kein Idiot, das ist ein Zwerg und der ist verdammt geil, das ist eine Todungsmaschine namens Verlackstahlfaust. Und der Minotaur hat übrigens auch noch unterstützen. Aha, du meinst Minotaur, aha. Um den geht's. Ist gut, mach noch ein bisschen. Das heißt, ich habe gar nicht so schlau im Menü. Tja. Ich schon. Der hat doch nur rüstig 7, oder? Der hat nämlich einen Mighty Blow da. Genau die. Hahaha. So gut oder nicht. Kann ich trotzdem Mighty Blow? Es geht ja nicht um das. Okay.
So läuft's. Ich vermute, der Shooter hat einfach irgendwie geblockt, weil er gewusst hat, dass er so viel blocken. Er weicht aus. Er weicht aus, weil er es kann. Hallo, ich Game Rock. Ja, die Würfel sind noch nicht gerade für mich, aber es wird noch ändern. Du hast einen Block, oder? Dann hast du Ringen, du hast Ringen, dann tust du mal schieben. Ah, ich kann ja nicht einmal. Ja, ich habe schon nicht viel verpasst. Ikonige und nichts. Und Rudelbildung, würde man dem Polizeischalter sagen. Es ist nicht nur eine Rudelbildung. Es ist nicht nur eine Routenbildung, es ist auch noch ein. Schade. Raufhandel, kann ich wohl sagen. Der da Wrestle, das ist ein blöd. Wrestle, scheiße. Ah, der kann nicht so weit halt. Ja, das ist ja schade. Das ist jetzt aber ziemlich schade. Der könnte, aber den habe ich eigentlich einen anderen Ort her. Aha, der kommt selber. Das war doch genau. Machen wir das? Dann gehen wir nur mit Go for it her, was auch ein schade ist. Den aufstellen und den blitzen. Schiebe ich nicht den weg, das möchte ich eigentlich nicht. Wenn ich mir von da hinten angreifen kann ich nicht. Den könnte ich da drüber schieben, den könnte ich nicht nachnehmen. Frenzy nehmen. Hat das noch eine Idee? Der einzige Schlau ist zum Blocken, ist echt der da. Ah, da kannst du einen sogar da. Oh. Ja, dann lassen wir den dort. Da waren sie, die sicheren Füßchen.
Sichere Füßchen sind ziemlich gut meistens. Komm, kannst du noch eins? Hast du immer noch einen Reroll? Einer geht noch. Ich kann ausweichen. Ich kann mich noch daher. Los, Game Rock, mach ein bisschen Fangesang für den Centaur. Ach, übrigens, musst du mal schauen, ich habe dem Typ auf der Ersatzbank, den ich so toll wie sie gesetzt habe, habe ich extra einen Namen gegeben für dein Team. Du hast einen Namen gegeben für mein Team? Ja, extra zu deiner Ehre. Kannst du noch einmal schauen, wie er heisst. Ist noch etwas dämlich, ist auf der Ersatzbank. Warte, ich schaue noch ein gut. Raus mit dem. So, jetzt siehst du meinen Notar. Warte, weißt du, da. Der heisst. Centaurus Slayer, ja. Ist ein bisschen blöd, ist er noch nicht da, hä? Iu. Zum Schauen. Zum Schauen, wie ich das mache. Mhm. Hä? Ja, ja. Look. Nein, du go for it, Gator. Ob der noch Sure Feet, also Snake Eye. Ist es Snake Eye gewesen? Ja. Ja, gut, das ist jetzt ausgeglichen mit Gerechtigkeit. Das sagen. Mit dem Würfeln, hä? Da liegt er! Da liegt er! Komm, mach es eins! Mach es eins! Also nein, sorry, 4 plus Dodge mit Reroll ist im Fall 75% Chance. Also, Snake ist. Keine Ahnung. Um 8%? Nein, nicht einmal. Das ist ein bisschen schade, aber. Okay. Das ist schon. Wo ist dein anderer Goblin da oben? Bläh. Ja, nicht Stone. Ja, das Problem ist, wenn man das Game nicht auf Englisch spielt, dann hast du immer so blöde, beschissene Abbrechen-Buttons beim Administrieren. Das ist obermühsam im Fall. Dann weißt du nie, welchen Knopf du drücken musst. Ja. Ich habe bis jetzt also wirklich nicht so gute Würfel. Ich glaube jetzt aber nicht. Vielleicht wäre gescheitere Routenbildung geblieben. Denn ich bin ein Routenbilder. Das hat aber nicht geklappt. Ich habe noch Gang der Ball. Da möchte ich noch ein bisschen. Ja, mach das. Komm, geht so mal in die Hose. Judy hat 3 Rerolls. Der ist leider notwendig gewesen, da bin ich nicht ja. Drum herum gekommen. Nächsten. Oh. Jetzt wird etwas wieder kommen. Da ist er wieder! Blub, blub, blub. Aber der zweite Move, den ich gedacht habe, war, ich gehe jetzt zum. Snake, eigentlich möchte ich mich mit deinen scheiß Zwergen gar nicht brillen, wenn ich es mal so ganz sehe. Nein, das nützt mir noch nicht, denn ich hatte schon Französisch. Ich habe wahrscheinlich besser Französisch. Du hast doch gar kein Französisch, hast doch du gesagt. Das Problem ist, im Administrieren von der Liga Game Rocker, dort hat es so Buttons und da steht überall Abbrechen. Das ist extrem geil. Jetzt ist die Frage, welches Abbrechen nimmst du?
Wie beim Erstellen, du kennst es vom Team, musst rechts einen abbrechen drücken, ist ja logisch. Ich habe mein Team erstellt, abbrechen. Und das ist bei Liga überall, in jedem solchen Fenster drin, ist das irgendwie falsch beschrieben. Das ist echt mühsam. Okay, ich finde jetzt recht mutig, was du machst. Das ist mutig. Das ist der einzige, der tötet, der ist aber schwer. Das ist der einzige, den ich töten darf. Komm, mehr töten. Den haben wir nicht. Jawohl. Ich hab ihn rausgestoßen. Nein, was? Der fette Pummel, da liegt er! Jetzt muss ich für das letzte Reroll, yes! Und der Snake Eye! Snake Eye! Du, bang! Und da ist ein neuer Cage. Einmal rechts, einmal links, einmal in der Mitte. So, komm, kein Reroll mehr. Jetzt wird's lustig. Game Rock, mach ein bisschen Fangsang. Eieiei, du, der klingt mal wie jedes Mal. Da liegt er wieder mit dem Puschelbär. Hey, das ist unglaublich. Was hast du jetzt mit dem Go-Freak gemacht? Ja. Jetzt gar nicht. Okay, so, neue Cage. Was sind wir hier? Runde 6. Ziemlich viel Dust, ziemlich viel am Boden. Wird immer besser. Das Problem ist, ich sollte, wenn möglich, zu 1-0 noch machen, die Runde, weil, wenn er mal den Ball hat, das geht so mega schnell. Komm, bleib liegen. Komm, ja, so viel Eis kann, ja. So, dann mache ich den Blotzi blockieren.
Kommt der wieder rein. Ja, lass du nur deine Videos rauf. Ich versuche Touchdown zu machen. Ich habe keinen Reroll mehr. Ich habe all meine Reroll gebraucht für Schießaktionen. Ja. Es kann nur besser kommen. Zweite Runde, zweite Halbzeit hat der Juti der Scheiß. So, er hat Angst vor dem Goblin. Ja, man kann einen Goblin noch an Boden holen. Das geht schon. Einfach nicht verletzen. Nicht verletzen. Jawohl, so ist gut. Nein, ich habe den Blitz vergessen! Kacknu! Oh, übel! Und für den Goblin als Fresse, ja. Da muss noch der Goblin als Fresse haben, hä? Oh, Scheiße! Finch. Nein, stay! Wieso muss ich dodgen? Wo muss ich dodgen? Ah, der Wichser da.
Was wäre jetzt mit der ersten? Ich würde an Ort und Stelle 5 Wurzelbäume machen und die Runde beenden. 5 Wurzelbäume an Ort und Stelle. Hey, hallo. Und dann kann ich schlau nur go for it, go for it. Ich habe keine Rolle mehr. Oh, dort schon muss ich... Ah, weg dem blöden Bär. Wegen dem Pussybär. Ich hätte es eigentlich gern gesagt, er ist nicht blöd, aber ja, er ist recht, er ist blöd. Ja, er ist wirklich blöd. Spannende Sache, würde ich sagen, voll. Ja, weil ich so ja, er ist extrem bin. Mega blöd. Das Problem ist, ich habe zwar Blitztäter ein Eis, aber ich habe so viel Eis im Moment. Da, siehst du da, Wild Animal. Ich habe so viel Eis in die, bei wichtigen Würfen im Moment. Das ist ziemlich mühsam. Aber ja, ist auch so. Ich bin Touchdown-Reichweite, er hat aber extrem gute Chancen, das zu verhindern. Aber muss auch noch würfeln. Das war zum Beispiel sehr gut gewesen. Sehr gut nicht. Ist okay. Es ist okay. Jetzt das Positive ist, er muss überall ein bisschen dodgen. Ja. 3 plus halt. Manchmal 2 plus, aber 2 plus bringt ihm nicht so viel. Ja, das ist schön. Komm, geh um. Ah, so geht's aber nicht. Der noch Stöche 2, das ist noch easy. Jetzt der Rest der Rotoce ist 3 plus und das könnte noch gut kommen, hoffen wir mal. Ich kann natürlich sogar einen Pass spielen auf den Goblin dort drin. Würde ich das unbedingt wollen. Wow, der hat schon sehr viel XP. Wenn ich jetzt da bin, ist wirklich viel XP, hä? Ja, jetzt hätte es müssen kommen. Oh, du machst... Oh. Ja, schön. Ne? Kann ich nicht viel machen, ne?
Und er hat ihn. Und er hat ihn. Ja, das mit diesen Jump ist natürlich relativ einfach auf ein 2, aber kommt halt drauf an, jetzt. So. Schade, wenn wir keinen Pass mehr machen können, ich hätte auf das andere Ende vom Spielfeld gechattet. Mhm. Ich will genau einen scheiß Blitz. So, wer kommt denn von dir noch ins Touchdown? Der. Der nicht, der nicht, der nicht, der. Der Goblin und der am Boden liegende Zentaur. Ja. Ist noch möglich. Ich darf nicht blitzen. Gut, ich kann es auch mal probieren. Ah, schade ist es, hä? Ja, die Scheissviecher lassen mich im entscheidenden Moment im Stich. Das war vor beim Bär ja so gewesen. Ja, da muss ich noch go for it machen, oder nicht? Ja, was zu erwarten war. Ich habe da noch gar nicht rausgenutscht. Scheiß Zwerge. Siehst du, du spielst immer so Winning-Teams, Waldelf und Chaos-Zwerge. Spiel mal ein richtiges Team für Mannen, du Schwächling. Ein richtiges Team für Mannen? Ja. Zum Beispiel Halbling. Ich möchte den Fall nicht unbedingt mit dem Zentaur blocken. Aber ich muss. Es gibt nichts anderes. Kann ich auf einen Tiger? Auf einen Tiger. Auf einen Bär einschlagen, wenn er da dumm ist. Ja, logisch. Dummheit schützt vor Strafe nicht. Also gut, komm, kill den Wichser. Jawohl! Nieder mit dir! Und jetzt der Ball um einen guten Ort her. Das ist nicht gut. Mo, das ist einigermaßen gut. Nein, das ist scheiße, par excellence. Was brauchst du dort? Ja, da mag ich gar nicht ab nachher. Nö, willst du mit dem Center aufnehmen? Ich kann nicht den Pass spielen. Du musst ja keinen Pass machen, du musst rennen. Nein, er hat nicht gelangt. Nö, jetzt schaffst du es nicht. Nein, es hat gelangt. Doch, natürlich schaffst du es nicht. Jetzt schauen. Jetzt schafft er es nicht mehr! Na gut, okay, ja, kannst du einen Pass. Einen Pass probieren, hast du nur die einzige geschafft. Also ich muss recht viel gut würfeln. Ja. Zuerst mal Schaden. Nö, der will nur kuscheln.
Mal, wieso gehen immer alle auf den Bär? Echt? Lass doch mal den Bär in Ruhe. Er ist unglaublich. Jeder, ich weiss, er hat ein geiles, puscheliges, flauschiges Fell, aber lass mal in Ruhe. Er kann nicht einmal den 3-Plus-Wurf. Schade. Jetzt machst du vor allem nice, oder? Nein. Lange. Nein, scheiße. Nein, definitiv nicht. Ah, ist das ein krasses Spiel. Definitiv nicht. Aber können wir da noch irgendetwas vernutschen? Vor allem Goblins. Goblins haben wenigstens die Chance, um sie vernutschen. Ja, du hättest mit dem Centaur auf eine 6 müssen reinkumpeln. Wäre auch nicht besser gewesen. Ja, wenn er die andere Richtung wäre, hätte ich den Touchdown gemacht, aber so hat er nicht. Wieso war der 3 Plus? Ah, weil ich ihn logisch. Was sind Noob-Fehler? Ja. Immer in die Fresse rein. Stirb! Nein. Weißt du, das Einzige, wo ich Chance habe, ihn zu bestätigen, ist. Nee. Was haben sie denn eigentlich noch so? Wieso haben so wenig Spieler? Ich glaube, ich bin wirklich blind. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein Blitz, hast du? Okay, 2 ist ein Musiker. Hast du noch ein Blitz? Dann wär's das. Oder ein Pass, könnte schon. Das sieht sehr erfolgsversprechend aus. Oh, vielleicht kann er den Mighty Blauen lower aushauen. Das wäre ziemlich cool. Yes, BAM! Stunt! Machst du eine Pause? Bevor du fertig machst? Ja. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es geht schnell. Ja, genau. Mach's. Komm, mach's. Der lohnt sich wieder vor. Ich glaube, ich bin fertig. Ah, also gut. 0-0, erste Halbzeit. Blut ist geflossen, nicht allzu viel. Und ja, der Vorteil ist beim Shooting. Pause, 5 Minuten. Weißt du, ich lasse noch schnell durchlaufen und mache noch eine Pause. Okay, mach schnell Pause.